Kim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkte er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Tim war es gelungen, als blinder Passagier auf die Insel Aravanadi zu gelangen, dort, wo der Baron sein Hauptquartier hat. Tim meinte, nur in der Höhle des Löwen werde es ihm gelingen, sein Lachen zurückzuerobern. Er zwang den Baron sogar, ihn zum reichsten Jungen der Welt zu machen, obwohl ihm das nichts bedeutete. Wie heißt das Schiff? Das heißt Traute. Vati, Mutti! Ja, was ist denn? Das ist ja der Junge, den ich damals im Hafen aufgegriffen habe. Ja, das ist Tim. Was steht da? Ja, da steht, dass er der reichste Junge der Welt sei. Tim Thaler heißt er. Die Zeitung ist 2 Wochen alt. Hm. Übersetzt doch mal. Ja, Baron Le Fouet, der als Industriemagnat in aller Welt bekannt und gefürchtet war und vermutlich über den größten Konzern verfügt, der auf dieser Welt bekannt ist, hat dem Jungen sein gesamtes Vermögen überschrieben. Moment mal, da kommen doch ein paar ganz verrückte Sachen zusammen. Tim verschwindet, wie wir jetzt wissen, mit der Livorno. Und zwar genau an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass Breen verkauft hatte und ich meine Kündigung bekam. Und das Unheimliche an der Geschichte, ich werde den Verdacht nicht los, dass auch meine Kündigung mit Tim Thaler zusammenhängt. Auch wenn das verrückt klingt. Thaler? Ja? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich meine, woher wissen Sie... Nein, das verstehe ich nicht. Wie war Ihr Name? Rickard? Meine Güte, ein Lebenszeichen von Tim. Sie haben geschrieben? Ja, meine Mutter. Das hätte uns wirklich schon früher einfallen sollen. Ihre Frau Mutter wird sich Sorgen machen. Wird sofort besorgt. Geben Sie den Brief her. Sie misstrauen mir wohl. Der Brief landet nicht im Papierkorb, sondern selbstverständlich im Postsack unseres Kuriers. Kommen Sie. Spielen Sie mit der elektrischen Eisenbahn, wenn Sie das entspannt. Kommen Sie. Sehr gut, Anatol. Ich bin äußerst zufrieden. Dieses Fest kostet so viel, dass 10 Familien davon einige Jahre bequem existieren könnten, aber es zahlt sich für uns aus, doppelt und dreifach. Alte Kontakte werden gefestigt, neue werden geknüpft. Monsieur Anatol, bitte in die Zentrale. Monsieur Anatol, bitte in die Zentrale. Sie entschuldigen, Herr Baron. Und du solltest dich noch ein wenig ausruhen. Schließlich bist du heute der Mittelpunkt. Die internationale Gesellschaft ist an dir interessiert. Sehr interessiert. Und mich interessiert der eine oder der andere dieser internationalen Gesellschaft. Was jetzt? Weiterfahren, was denn sonst?
Dieser Anwärter scheint verrückt geworden zu sein. Gerade ist sie dabei, unser Sperrgebiet einzubringen. Veranlassen Sie alles Notwendige. Gentlemen, Senoras y Señores, Mesdames et Messieurs, darf ich Ihnen den reichsten Jungen der Welt präsentieren, Tim Thaler. Gegen Teufel und Dämonen. Das hilft. Gegen hier hilft wohl nichts. Hören Sie die Musik? Gar nichts höre ich. Hör nur mein Herz klopfen. Die Musik kommt von da. Schwester Agathe, wir sind auf dem richtigen Weg. Wäre das schön. Wäre ja 1000 Rosenkränze wert. Los, weiter! Schön, Sie wiederzusehen. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. We are very happy to see you tonight. Schön, dass Sie sich erholt haben. Wir freuen uns sehr. Madame Bonsoir. Madame. Was ist das? Sag auch mal was, oder man hält dich für dumm. Ich kann nicht mehr so dumm denken, wie ich hier reden soll. Disziplin, Tim Thaler, oder die Leute denken, du seist ein Langweiler. Lieber ein Langweiler als ein Idiot. Darüber werden wir uns später unterhalten. Madame, unser Lieben. Wie verdienen Sie Ihr Geld? Hast du das gehört? Entschuldigen Sie, aber der Junge ist immer so entzückend direkt. Willst du mich unbedingt ärgern?
Nein, aber ich bin wütend. Eine bessere Gelegenheit, dir zu beweisen, wie sehr du Herr deiner Gefühle bist, kann ich dir nicht bieten. Ich hätte jetzt gerne eine Wurst mit Kartoffelsalat. Mach mich nicht wütend. Eine bessere Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie sehr Sie Herr Ihrer Gefühle sind, kann ich Ihnen nicht bieten. Schwester Agatha. Diesen Stein hat uns der Teufel in den Weg gelegt. Ja, und was nun? Tja, Herr Pedes. Danke, Schwester. Danke. Wir freuen uns, dass Sie es möglich machen, kommen zu kommen. Wir hoffen, dass der Abend in Ihrem Sinne ist. Bitte bedienen Sie sich. Agatha, sollten wir nicht lieber... Wenn sich die Hölle vor uns auftut, wir gehen durch. Jimmy!
Marie. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Schwester Agatha, leben Sie noch? Keine Angst. Agatha ist ein zäher Brocken. Was ist denn eigentlich passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Tim nicht mit uns kommen wollte. Mein Gott. Ja, das ist die Handschrift von Tim. Aber ohne Absender. Ja, und vor allem, was er schreibt. Das klingt alles so merkwürdig. Daphne? Ja, so habe ich durch Leichtsinn einen Fehler gemacht. Ich komme bestimmt zurück, wenn ich erlöst bin. Wenn ich erlöst bin? Ja, Tim hat ja sehr viel Fantasie. Ja, immerhin ist es ein Lebenszeichen. Ja. Außerdem hat jemand behauptet, er soll der reichste Junge der Welt sein. Ist Tim der reichste Junge der Welt? Ja, ich verstehe das ja auch nicht, aber mich rief ein Herr Rickert an. Haben Sie schon etwas von Tim gehört? Kommt er bald wieder? Ja. Uschi, Tim kommt bestimmt bald zurück. Wasser. Mit ein bisschen Korn. Heinrich, mir graut vor dir. Ich brauche Hilfe. Verstehen Sie? Hilfe! Ich weiß jetzt allein nicht weiter. Verstehen Sie? Ich brauche Polizei, Polizia und Militär und Tank. Ist da locker, die Nummer hat hier Panzer. Der Junge ist nämlich zum Baron zurückgegangen. Und ich weiß nicht warum. Der Baron ist ja eigentlich das Böse. El Diabolo. Ob er jetzt nun sein Reichtum haben wollte oder sein Lachen wiederfinden wollte. Ich weiß das. Komm, setz dich doch erstmal ruhig. Das ist der Kommune. Komm rüber, setz dich erstmal. Sie müssen uns doch. Ist schon gut, ja, ist schon. Ah, ja, komm. Oje, se ve cada bicho raro por estas islas. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Das will mir nicht unter die Haube. Was ist bloß in den Jungen gefahren? Flickst du zu genug? Schwester Agathe, Sie haben getan, was man tun kann. Sie haben sogar den Teufel zusammengestaucht. Der Junge hat sich eben gegen Ihre Firma entschieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm Macht und Geld so viel bedeuten, dass er einfach seinen Lachen dafür sausen lässt. Als ob er sich alles kaufen könnte. Wenn das aber nun jetzt so wäre, was dann? Dann
Dann gibt's eben einen reichen Lumpenhund mehr auf der Welt. Geht mir doch nicht um einen Lumpen mehr oder weniger. Ich habe schon mehr Lumpen in die Knie gezwungen. Geht mir um Tim. So wie ich ihn kennengelernt habe und so wie ich weiß, dass er ist. Klappe zu, Affe tot. Ich fahre zurück nach Hamburg. Und auf Sie, Schwester Agathe, wartet der Bischof. Und eine Schwester sollte folgsam sein, ne? Gut, dann heben wir sie eben auf. Also schön, fahren wir. Den Frieden des Herzens wünsche ich dir. So sieht also der Junge aus, von dem Sie in den Bergen erzählen, den niemand jemals hat lachen gesehen. Du bist wie eine Blume, die man in die falsche Erde gepflanzt hat. Und wie heißt du? Tim. Wenn Sie zum Baron wollen, das in seinem Arbeitszimmer. Damit hat es keine Eile. Zeit, musst du wissen, spielt für mich keine Rolle mehr. Aber du, mein Junge, du hast nicht mehr viel Zeit. Dieser Ort ist kein Ort für einen, der gerade beginnt zu leben. Geh weg hier, geh. Das Land ist verflucht. Das Gesicht mit dem verlorenen Lachen. Wir werden uns wiedersehen, mein Junge, und denke inzwischen über das nach, was ich dir noch sagen will. Hoffnung ist der Anker der Welt. Und wer nass ist, fürchtet keinen Regen. Das verstehe ich nicht. Ich sagte doch auch, nachdenken, mein Junge, nachdenken.